So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und wie ihr schon im Titel gesehen habt, haben wir heute eine ganz, ganz besondere Mission. Wir wollen nämlich einen PC bauen, der so definitiv lieber nicht existieren sollte. Aber glaubt mir, das wird ein sehr, sehr interessantes Video. Wir nutzen da mal ein bisschen Hardware, die wir sonst normalerweise nicht so oft verwenden, aus guten Gründen, die ich natürlich auch erklären werde, und schauen uns an, was das Teil dann am Ende so überhaupt kann und was denn überhaupt so das ganze Schlimme ist. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Meinung dazu dalassen, was wäre vielleicht noch schlimmere Hardware gewesen, die wir hätten verwenden können, aber ich würde sagen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wir machen erstmal den Start mit einem Case, was nicht unbedingt per se einfach nur schlecht ist, sondern halt auch einfach viel zu teuer für das, was es ist. Und meiner Meinung nach auch nicht besonders ästhetisch schön. Und dieses Case ist das Gamersdom Genome RG Certified Edition. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt einfach nur ein schlechtes Case. Ich würde es vielleicht noch nicht mal unbedingt direkt als schlechtes Case benennen, obwohl ich sagen muss, ja, der Airflow ist nicht besonders gut. Mein Ding ist es auch nicht, was Design angeht. Kann natürlich sein, dass das Leute von euch anders sehen, aber ich finde es nicht besonders schön, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, das kann jeder mit sich selbst ausmachen. Was ich aber für ein Problem mit dem Case unter anderem habe, ist, es ist sauteuer. Und wie gesagt, meiner Meinung nach nicht besonders schön und nicht sehr performant. Insofern, ne, macht daraus, was ihr wollt. Als Mainboard verwenden wir ein Board, was ja sehr, sehr interessante Limitierungen hat. Wir nehmen nämlich ein H370. Ein Board, was im Prinzip jetzt nicht mal so super teuer ist, aber es unterstützt nur 2666 MHz an RAM, was natürlich schon mal nicht besonders gut ist. Ist es sonst ein relativ standardmäßiges Board, ne, nicht super teuer, kann nicht besonders viel, gut, es leuchtet, glaube ich, ein bisschen, also das ist schon mal eine Sache, die es kann, aber hat vor allem eine Menge Stuff, den wir nicht hier brauchen werden. Aber dazu kommen wir gleich, erstmal machen wir was ganz anderes, und zwar bauen wir hier SSDs ein. Ja, wir werden keine HDDs verwenden, wir bleiben bei SSDs, aber wir geben sehr, sehr viel Geld für, ja, schlechte Performance aus, denn mit 900 MB pro Sekunde sind diese SSDs hier nicht mal besonders viel schneller als eine HDD das wäre. Und ich glaube, ja gut, wir haben auch nur für zwei Stück Platz hier. Nicht besonders viel schneller als eine HDD das wäre. Für das gleiche Geld bekämen wir hier schnellere SSDs, die gleichzeitig sogar noch mehr Speicherplatz haben. Insofern beschissener Deal, genau deswegen machen wir das. Dann kommen wir als nächstes zur CPU und dort machen wir etwas, was man auch nicht tun sollte. Wir nehmen eine CPU, die übertakten kann, und tun die hier auf ein H-Board. Für die Leute, denen das vielleicht nicht bewusst ist, bei Intel können wir nur mit dem Chipsatz, jeweils mit Z-Chipsätzen, überhaupt übertakten. Das heißt, hier mit unserem H370-Board können wir nicht übertakten, bezahlen aber trotzdem das mehr Geld für eine CPU, die wir übertakten könnten, was natürlich eine saudumme Entscheidung ist. Aber dazu kommen wir natürlich gleich auch noch. Als nächstes ist unser RAM dran und ich meine, ne, wie könnte es anders sein? Wir nehmen natürlich viel zu teuren RAM, nämlich diesen hier von G-Skill, Trident Z Royal, der, ganz ehrlich, außer man baut einen komplett goldenen PC, und dann habe ich auch Fragen, warum baut man einen komplett goldenen PC? Also tatsächlich ist dieser RAM nicht besonders schön oder passend. Und natürlich, die 4800 MHz sind sehr praktisch, wenn wir nur 2666 davon verwenden können. Also das wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Move werden. Dann kommen wir zum Netzteil. Beim Netzteil, da werden wir einfach komplett übertreiben. Nicht, weil das unbedingt irgendwie notwendig wäre, sondern weil wir es halt einfach können in der Theorie. Und zahlen hier erstmal solide $735, also mehr als für unsere CPU und unser Mainboard gemeinsam für unser Netzteil. Wir werden übrigens an der Stelle keine Thermal Paste verwenden, weil, gut zugegebenermaßen, wir werden wahrscheinlich daraus gleich lernen, dass wir Thermal Paste verwenden müssen, aber dazu kommen wir noch gleich. Aber kommen wir erstmal zu einer weiteren interessanten Sache, und zwar, wir wollen natürlich hier ein bisschen Wasser kühlen, und das
mit keiner anderen Karte als der AMD Radeon 7. Da haben wir ja schon mal was zugemacht. Eine Karte, die unglaublich gefloppt ist wegen zu hohem Preis, zu schlechter Performance. Was halt eine sehr ungünstige Kombination ist, wenn man ja irgendwas haben will, was sich tatsächlich verkauft. Was hier halt nicht funktioniert hat. Insofern, das werdet ihr gleich sehen. Das wird natürlich eine sehr, sehr tolle Kombination werden. So. Da können wir direkt mal hier ein bisschen neue Thermal Paste drauf tun. Ich weiß, am liebsten würde ich es hier natürlich auch nicht machen, aber müssen wir hier leider. Da haben wir gar keine Wahl. So. Dann hätten wir die auf jeden Fall auch im Inventar, bauen die gleich mal ein. Dann werden wir gleich ein Problem sehen. Beziehungsweise eine Sache müssen wir vorher einbauen, nämlich wir wollen natürlich hier auch irgendeinen schicken Custom-Speicherbehälter nehmen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten. Ihr könnt den hier nehmen, weil er sauteuer ist und auch nicht besonders gut in irgendeiner Hinsicht. Also er hat jetzt nichts, was nicht der hier auch hätte. Gut, er hat noch nicht mal Beleuchtung. Oder wir setzen natürlich auf hier sowas wie die AlphaCool iStation. Die ist halt hässlich. Aber dafür auch günstig, das muss man sagen. Ich würde gerne mit dem hier gehen. Wir werden da auch gleich ein Problem sehen. Mal schauen, ob wir es umgehen können. Vielleicht müssen wir mit einem anderen tatsächlich sogar gehen. Denn, wie wir jetzt sehen dürften gleich, wenn wir hier zu unseren Grafikkarten gehen und sagen, wir hätten gerne unsere Radeon 7. Ja, die passt hier nicht rein. Das ist natürlich ungünstig. Allerdings, wenn wir ein bisschen Glück haben und hier das ein bisschen seitlich nehmen, können wir uns das so ein bisschen vielleicht sogar glitchen. Ah, okay, das war es noch nicht. Ah, okay, vielleicht kann es tatsächlich sein, dass wir hier mit diesem Speicherbehälter kein Glück haben. Aber keine Angst, Leute, das habe ich tatsächlich im Vorhinein ausprobiert. Es gibt Speicherbehälter, mit denen wir das einfach reinglitschen können. Und zugegebenermaßen, eigentlich ist es Bullshit, dass wir hier gewisse Sachen nicht verwenden können. Also der hier zum Beispiel geht. Können wir auch gerade mal gucken. Der müsste normalerweise gehen. Oh, nee. Ah, doch. Hier lässt er uns den nicht machen, was auch irgendwie lächerlich ist, weil wir haben den Platz durchaus. Hier oben würde es uns aber machen lassen. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen da einen anderen Speicherbehälter haben. Einen, der entweder hässlich oder teuer ist. Und tendenziell tendiere ich hier zu dem von AlphaCool. Gucken wir mal. Denn, soweit ich weiß, dürfte das nicht funktionieren hier oben. Ne? Eigentlich ist es Bullshit, dass es nicht funktioniert. Weil, Sekunde, gucken wir nochmal. Wir sehen, ne, von der Höhe her ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Es hängt ja einfach nur da drüber. Es glitscht eigentlich ja nicht in das Teil rein. Auch wenn es vielleicht von dieser Perspektive so aussehen würde. Wenn wir hier auf einer geraden Ebene sind, sehen wir, eigentlich passt das. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hinklicken müssen, damit wir das schaffen. Denn es geht auf jeden Fall. Na, okay, das war's nicht. Könnte sein, dass es ein klein wenig dauert. Oh. Will er uns nicht machen lassen? Doch, sehr schön. Wie ihr seht, es geht. Es geht und es ist komplett cursed. Denn das Lustige ist, mal gucken, ob wir das vielleicht später zeigen, weil ich habe rausgefunden, dass ab irgendeinem Punkt, wenn wir das so reingeglitscht haben, wir kriegen am Ende entweder die Grafikkarte oder den Speicherbehälter nicht mehr raus. Der ist permanent jetzt da drin. Das geht nicht mehr raus. Das bleibt. Das ist sehr, sehr ungünstig. Aber hey, das ist auch irgendwo das Ziel dieses Videos hier. So, bei Farben nehmen wir dann natürlich auch sehr, sehr passende Kombinationen, die alle besonders gut und schön aussehen. Obwohl, am Ende machen wir aus Versehen noch einen Regenbogen. Das wäre, nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen irgendwas, was halt einfach so überhaupt nicht geht. Aber machen wir so ein bisschen, dass es einfach gar nicht von der Anzahl an Farben jeweils passt immer. So, das ist doch richtig schön.
die Hälfte der Leute hat zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon abgeschaltet, weil sie sich denkt, oh Gott, wie kann man das hier nur tun? Aber hey, das stand im Titel und auf diesem Kanal bekommt ihr, was im Titel steht. So. Perfekt. Das sieht doch schön... Na, nee, nehmen wir da nochmal was anderes. Das sieht doch schön aus. Genauso wollen wir das haben. Bei den anderen Kabeln dann natürlich auch genauso. Dann nehmen wir irgendwas komplett anderes. Perfekt. Sehr gut. Ich glaube, die SATA-Kabel, da müssen wir dann gleich nicht mehr machen, weil, ja, ne, das ist halt unnötig. So, und dann nehmen wir was weiß ich so. Und... Das Problem ist, das sieht noch nicht mal alles so scheiße aus. Ne? Desto weniger Platz wir auf einem Kabel haben, desto weniger beschissen sehen die Dinge aus. Okay. Die sind auf jeden Fall komplett cursed. Deswegen heißen die ab jetzt auch so. Und ich glaube, wir müssten die auch alle haben. Hoffe ich. Denn die wollen wir natürlich auch hier verwenden. Schauen wir mal. Ah, da haben wir sie doch genauso, wie wir es wollen. Und wir nehmen natürlich die losen Kabel. So. Das sieht doch richtig beschissen aus. Genauso wollen wir das haben. Wir sind mal gleich gespannt, ob das hier alles so hinhaut. Kann natürlich sein, dass auch das nicht so gut wird. Weil damit habe ich auch so ein bisschen ungute Erfahrungen gemacht. Hier können wir natürlich auch viel machen. Der hier ist halt insane teuer für das, was wir bekommen. Aber schon fast besser fand ich hier irgendwie einfach so komplett random rot reinzubringen. So, das hätten wir dann auf jeden Fall an der Stelle schon mal gemacht. Leider können wir hier, soweit ich das zumindest halt weiß, nicht verschiedenen RAM einbauen. Am liebsten würde ich da jetzt, keine Ahnung, obwohl wir können tatsächlich mal gucken. Obwohl doch, das Spiel würde uns anderen RAM einbauen lassen. Okay. Das können wir natürlich probieren. Was mich natürlich interessieren würde, können wir wassergekühlten RAM einbauen und normalen RAM. Weil das würde ja halt natürlich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Dann nehmen wir auch irgendwie so super langsamen RAM. Zwei Riegel, ne? Vier können wir natürlich nicht machen. Das ist auch so ein bisschen ein Test für mich, also ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht alles von dem, was wir hier heute probieren. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich niemals auf die Idee kommen würde, normalerweise sowas zu tun. Das geht gegen all meine Prinzipien. Aber genau deswegen machen wir das heute. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich vermute, dass wir wassergekühlten RAM immer nur alleine installieren können oder mit anderem wassergekühlten RAM. Okay, warum auch immer wir hier oben die Clips gerade nicht aufmachen können. Gucken wir mal, vielleicht sind die ja schon offen. War unser wassergekühlter RAM nicht irgendwo hier? Oh, okay, der passt nicht. Okay, da müssen wir vielleicht Ripjaws V. Hier, wir hatten noch Ripjaws V Black gerade da. Genau, den. Der war auf jeden Fall angezeigt. Probieren wir den halt mal. So. Dann hier natürlich nochmal ein paar neue Thermal Pads. Hab das nur ich gerade gesehen oder sah das so ein bisschen so aus, als wäre der RAM weggeglitscht so halb? So. Oh, da haben wir ihn doch. So. Ja, die da unten sind schon offen, aber nee, wir können es nicht machen. Oh, doch! Ja, es geht tatsächlich. Oh Gott, dieser PC ist so schlimm. Oh Gott, es tut mir so leid für das, was wir hier tun.
das ist halt wirklich ein Verbrechen gegen die Menschheit. Was ich jetzt noch lustig fände, ist, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Grafikkarte, die überhaupt gar keinen Sinn da drin machen würde. Und wie wir sehen, wir können die ja nicht einbauen. Aber das fände ich halt auch schon irgendwie lustig, wenn wir da jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu unserer sehr tollen Radeon 7 irgendwie so eine RTX 2060 einbauen oder so. Oder so eine GT 1030 oder sowas. Ich weiß, GT 1030 gibt's nicht im Spiel hier, aber ne. Ich meine ja nur für den Effekt. So, Tubes, das werden natürlich Soft-Tubes, weil ich die hässlich finde meistens. Zumindest zum Teil werden Soft-Tubes. Gelb, weil auch gelb sieht meistens kacke aus. Verbindungsstücke werden aber nicht gelb. Verbindungsstücke werden... Was würde damit kacke aussehen? Blau. Blau würde damit kacke aussehen wahrscheinlich. Obwohl... Naja, nee. Kupfer würde damit kacke aussehen. Ja, das ist doch toll. So, bei den nächsten verwenden wir dann lila und... Festes Kupferrohr. Perfekt. Dann machen wir irgendwie... Keine Ahnung. Machen wir einfach irgendwie sowas. Dann als nächstes... So, sehr schön grün. Und dazu nehmen wir dieses RGB-Fitting, was ganz tollerweise jedes Mal, wenn man einen PC neu startet, alle seine Effekte verliert und man es jedes Mal neu einstellen muss. Das ist immer eine gute Idee. Dann nehmen wir dieses Fitting und nehmen dazu hier rote Clear Tubes. Vielleicht, ich würde mal probieren, ob wir es irgendwo noch kurz reingeglitscht bekämen. Das wäre natürlich extrem lustig. Ja, ich glaube, so halb haben wir... Ja, doch. Doch, so ein bisschen glitscht das auf jeden Fall da drin. So, wir können noch mal gucken, ob wir es vielleicht, keine Ahnung, irgendwo hier in den RAM reinglitschen können. Ah, nee, scheinbar nicht. Schade. Ja, Lüfter will er auch nicht. Weißt du, das eine Mal, dass ich will, dass das Spiel irgendwo Sachen reinglitscht, will es jetzt nicht. Aber sonst, wenn ich das hasse, macht es andauernd. Das ist natürlich Ironie des Schicksals hier. Ah, kann ich hier hinten irgendwie... Nee. Lässt er uns leider nicht. Aber hey, das hier ist auch schon schlimm genug. So. Dann können wir natürlich mal noch gucken. Ich war mir überlegen, vielleicht, wir könnten natürlich immer noch hier Sachen auf die Rückseite tun. Und ich bin am überlegen, ob wir tatsächlich einfach noch ein paar SSDs und HDDs dahin tun. Denn wir wissen ja, dass diese Mainboards hier immer sehr stark limitiert sind. Damit, wie viele Sachen wir da verbinden können. Dann verbinden wir jetzt nämlich einfach so viele Sachen, dass wir irgendwie entweder eine SSD oder eine HDD haben, die zwar eingebaut ist, aber überhaupt nicht mehr verbunden werden kann, weil wir gar keinen SATA-Port mehr haben. So, ja, weißt was. Wir nehmen eine RGB-SSD auf der Rückseite, die man überhaupt nicht sehen wird. Oder irgendeine komplett andere RGB-SSD. Verdammt, wir haben immer noch genug SATA-Ports. Und uns sind leider die Mounting-Spaces da ausgegangen. Ich glaube, wir haben keine weiteren Plätze mehr, wo wir irgendwas festmachen können. Nee. Ja, weißt du was, ist auch schon schlimm genug. So. Dann müssen wir natürlich noch irgendeine Kühlflüssigkeit finden. Was hätten wir denn da im Angebot? Es sieht eigentlich alles zu gut aus. Ich muss sagen, das hier finde ich ziemlich hässlich. Ah, nee, wenn es aber reinmacht, sieht es wieder gut aus. Weißt du, hier drin sieht das einfach so aus.
keine Ahnung, sieht einfach komplett farblos aus. Aber wenn du es hier reinfüllst, sieht es halt einfach rot aus. Das ist... Ja. Dann sieht es nicht mehr kacke aus. Gibt es hier irgendwas, was gut aussehen könnte? Vielleicht das hier noch, aber das ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich, wenn ich es einfülle, hier wieder gut. Probieren wir es mal. Oh, obwohl das hier sieht so aus, als könnte es Potenzial haben, kacke auszusehen. Aber sieht halt auch irgendwie einfach nur fast durchsichtig aus. Weiß übrigens nicht, warum das Spiel uns sagt, obwohl, doch stimmt, fuck, mir fällt gerade auf, wir haben gar keinen Radiator eingebaut. Das ist natürlich auch ein Border-Move, einfach Radiator komplett ignorieren. Aber das Problem wird, dass wir direkt überhitzen, also das können wir nicht machen. Dann müssen wir aber gucken, was für ein Radiator können wir einbauen. Also, hässlich finde ich tatsächlich die normalen von EK. Also nicht hässlich, aber am wenigsten schön. Die von Raijintech sind auch nicht besonders schick. Aber für die haben wir hier halt einfach keinen Platz. Das ist halt das Problem. Oder haben wir hier auch einen Single-Fan-Radiator von Raijintech? Nein. Müssen wir mit einem von denen hier gehen. Aber den tun wir sehr schön hier in die Mitte. Und dann gucken wir mal kurz, können wir hier noch einen komplett anderen Radiator irgendwo hin tun? Ah, oh. Tatsache. Perfekt. Oh Gott, dieser PC ist so schlimm. Dieser PC ist einfach nur schlimm. Aber Moment, gehen wir von hier aus halt woanders hin. Und ja, ich weiß, vielleicht sieht nicht immer alles hier komplett beschissen aus. Aber ich gebe mein Bestes, dass es nicht gut aussieht. So, dann nehmen wir mal kurz noch Rot und Rot und Lila von hier aus nach da. Das ist schwierig. Vielleicht von da nach hier. Okay, das kriegen wir hin. Dann nehmen wir hier noch einen von den Tubes. Und was für Verbindungsstücke könnten dazu passen? Also nicht passen. Da vielleicht. Ja, obwohl blau haben wir schon. Rot haben wir auch schon. Lila haben wir schon. Gold können wir noch nehmen. Aber Gold und fast Silber, das sieht zu gut aus. Können wir eigentlich nicht machen. Obwohl, wenn wir die hier von Corsair nehmen, die sehen nochmal komplett over the top aus. Ach nee, das sind die gleichen, die wir da ja auch haben. Fuck. Da will man einmal was Hässliches machen. Ach, da hatten wir die RGB-Fittings. Hatten wir da, okay. Dann können wir das hier jetzt ja verwenden. Ah. So ganz kriegen wir das bestimmt da auch nicht reingeglitscht, aber wir geben unser Bestes. So, das sieht doch toll aus. Genauso wird man das doch haben wollen. Das geht auch hier schön vollkommen durch dieses kleine Panel hier durch. Ja, das können wir so machen. Und dann gehen wir jetzt natürlich nochmal zu unserem sehr, sehr schicken Kühlmittel. So, hat man gesagt, nehmen wir das hier. Ich bin gespannt, es kann tatsächlich sein, dass wir das Problem kriegen, dass unsere CPU zu schlecht gekühlt ist, für irgendwas zu tun. Aber das finden wir dann gleich raus. Übrigens auch sorry für die Überlänge dieses Videos, aber das ist ein Kunstwerk, das hat Zeit gebraucht. Wir werden es natürlich, das ist zumindest der Plan, auch noch ein bisschen von außen painten gleich. Aber ich vermute, wir müssen erstmal warten, bis hier der Kühlkreis vollgelaufen ist. Das könnte ein bisschen dauern, weil wir nicht immer den logischsten Weg gegangen sind, vielleicht. Aber das ist ja auch irgendwo Sinn und Zweck bei der Sache hier. Ah, okay, da sind wir durch. Sehr gut.
Dann können wir sie jetzt noch ein bisschen painten und Sticker bomben. Das ist natürlich nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil hiervon. Ich weiß, das kann auch ganz cool aussehen, aber hier wird es einfach nur schlecht. Das verspreche ich euch. So, wir tun irgendwas hiervon drauf, was... Da hatten wir doch gerade schon perfekt. Jetzt wäre es in den 80ern stylisch. Dann tun wir irgendwie einfach komplett random. Was denn eine super, super, super penetrante Farbe. Natürlich auch übers Glas. Ja, die sehen alle noch zu gut aus. Das sieht doch toll aus. Das lieben wir. So. Natürlich nochmal das PC Building Smelter Logo drauf. Ah, sehr schön. Diese Ecken hier sieht doch toll aus. Den lieben wir genauso. Dann nehmen wir irgendwie noch so einen Sticker. Machen wir ganz groß, aber nicht so, dass man sieht, was da drauf steht. So. Da haben wir so einen Teil noch. Haben wir hier noch irgendwas sehr Gutes, was wir nehmen können? Wir tun hier einfach noch eine Chilischote drauf, weil... Why not? So. Dann machen wir einfach mal so einen Streifen drüber. Das sieht doch perfekt aus. Jetzt kommen wir zu weiteren Farben. Das darf aber nicht decken. Das darf nicht decken. Das muss transparent bleiben, so ein bisschen. So. Dass nur Kacke aussieht. Darf nicht so gut sein, dass es am Ende wieder gut ist. Das wäre, ne, wär ja Fehl am Platz. Okay, aus dem Grund hat er hier nichts führen genommen. So, jetzt aber. Ah, da dürfen wir auch nicht zu viel von verdecken. Sekunde. Ist mir jetzt aufgefallen. Man soll ja schon noch hier reinsehen können, irgendwie. Weil das würde ja den ganzen Look hier kaputt machen. So, hier haben wir noch ein paar Spots, wo überhaupt nichts ist. So, hier haben wir so einen kompletten Fehler hier auf der Rückseite und da auch. Sehr gut. Ja, noch einen so. Genau. Oh, das ist doch auch schön. Sowas. Ah. Oh Gott, das ist so schlimm. Das kann ich mir selbst fast nicht antun. Und wir lassen RGB einfach nur auf normal. Ja, das wäre eine Möglichkeit, glaube ich. Weil es hat sich tatsächlich alles schön unterschiedlich eingestellt. Hier oben haben wir, ja, da haben wir ein Blau, da haben wir ein Blau, da haben wir ein bisschen Rot, da haben wir Gelb, was blinkt aus irgendeinem Grund. Das ist doch schön. Die Performance wird auch kacke sein, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Virenscanner brauchen wir nicht. Aber Virenscanner, ja. Mal kurz am Überlegen, ob wir ihn als Joke installieren, aber nee, lassen wir mal. Oh, wir müssen aber auf jeden Fall gucken, ob wir irgendein beschissenes Hintergrundbild finden hier. Sobald ich herausgefunden habe, wo... Ach, da ist die Hintergrundbildsoftware, sehr schön.
Was nehmen wir da? Das sieht aus, als hätten wir es in Paint gezeichnet. Und da sind PDFs drauf. Sehr gut. Nee, das trifft eigentlich das Motto von diesem PC sehr gut. Ich meine jetzt nicht wegen den Zeichnungen an sich, sondern auch einfach dass hier einfach ein Screenshot von einem PDF auf dem Desktop als PNG aber ist. Ja, sehr schön. Wir sind im Grunde auch schon am Thermal Throttle, ohne dass wir irgendwas tun. Also nicht ganz, aber wir sind sehr nah dran. Und da sind wir. Das Gute ist, egal wie viel wir runtertakten, ich glaube, das Thermal-Problem kriegen wir auch gar nicht gelöst. Achso, stimmt, wir können ja gar nicht... Stimmt! Ups! Ah, sehr schön, wir haben einen PC, der keinen Test abschließen kann. Das ist doch ein tolles Zeichen. Obwohl, das hier ist wahrscheinlich der RAM. Obwohl, nicht der RAM. Sorry. Nee, das ist schon richtig. Das ist die CPU, sorry. Ich weiß nicht, wie ich gerade bei Clock Watchdog Timeout aus irgendeinem Grund auf RAM gekommen bin. Sorry. Ich bin gerade überlegen, wollen wir es aufmachen, einfach nur um zu gucken, was passiert, wenn wir Thermal Paste drauf tun? Die Sache ist, die Performance wird nicht komplett scheiße sein, leider. Wird nicht gut sein, aber die wird auch nicht komplett scheiße sein. Ich glaube, das hier trifft das Motto schon eigentlich am besten. Aber von mir aus, wir können es mal tatsächlich gerade schnell machen. Einfach nur, dass wir nicht sagen können, wir haben nicht mal einen Test abgeschlossen. Das sollten wir schon hinkriegen. Ich vermute leider, und deswegen mache ich jetzt einfach auch mal genug Thermal Paste drauf, dass, wenn wir zu wenig machen, dass er dann auch sagt, ja, Thermal Throttle zu genauso. Aber dafür habe ich es jetzt möglichst hässlich aufgetragen. Ich glaube, das Schlimme habt ihr noch nie gesehen, dass jemand Thermal Paste irgendwo drauf getan hat, oder? Kann ich mir nämlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, nehmen wir mal das hier und ich glaube, da hat man gesagt, nehmen wir grün. Dann hatten wir hier noch Gold und, oder ja, Kupfer und habe leider vergessen, was für Verbindungsstücke. Die Kupfer sieht da zu gut aus. Blau. Weiß haben wir schon, aber es, ne, ja, sieht nicht gut aus. So. Perfekt. Dann Kühlmittel. Und wir nehmen natürlich wieder das gleiche, was wir da schon eben hatten. Wenn wir es wieder finden. Ach, hier unten ist es. Ja, ich weiß, hier vorne haben wir nicht zu sehr übertrieben, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das PC-Building-Simulator-Logo hier oben, das richtet genug Schaden an für die Front. Das ist schon... Ja, es ist schlimm. So, warten wir mal kurz, bis sehr schön ist durchgelaufen, das heißt... Oder auch nicht. Nee, war scheinbar noch nicht durchgelaufen. Brauchen noch ein klein wenig, aber wir sind ja jetzt gleich beim Reservoir, dann ist es auf jeden Fall durch. Sehr gut. Da starten wir dann doch. Ja, da sind wir auch wieder bei normaleren Temperaturen. Und wir machen überhaupt nicht irgendwas anderes, sondern lassen einfach sofort einen Test laufen. Gut, 60 FPS schaffen wir dran. Tatsächlich trotzdem immer noch. Aber, ne, ich weiß, es gibt schlechtere Grafikkarten, aber die hier, die fand ich sehr passend, die Radeon 7. Und ich wollte ja auch, ne, was mit Custom-Wasserkühlung machen. Und das hätten wir jetzt, keine Ahnung, mit einer R9 280 nicht tun können hier.
Und ich glaube, die Custom-Wasserkühlung ist schon ein großer Teil dessen, weswegen dieser PC so schlimm ist. Also musste das leider sein. Ob er es wollte oder nicht. Aber ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Job gemacht an der Stelle, etwas echt, echt, echt Beschissenes zu machen. Also, wie gesagt, ich höre mir gerne an, was ihr denkt, was wir noch hätten schlimmer machen können. Aber ich glaube, ihr müsst euch tatsächlich ganz schön, hier was einfallen lassen, um noch schlimmer zu sein als dieser Rechner. Weil wir haben schon sehr viel gegeben. Auch wenn die Performance sogar tatsächlich okay ist. Sie ist nicht gut, aber sie ist okay. Trotzdem bin ich aufs Endergebnis hier gleich schon mal gespannt. Gucken wir gleich mal. 8.499. Ja, das passt an der Stelle, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, das soll es von diesem sehr, sehr cursed PC gewesen sein. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch dieser Part gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.